Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Wolf. Dabei ist wieder der Felix. Hallo auch an meine Zuschauer. So, und zwar, magst du vielleicht mal anfangen mit dem Reden, oder? Genau, fange ich diesmal an. Mein heutiger Job ist es, mir ein besseres Schwert von Tinkertons Construct zu bauen. Beziehungsweise ein Schwert, was einfach nur übelst viel Schaden macht. Und zwar habe ich mir da das Evil Infuse oder den Evil Infuse Cleaver ausgesucht. Der macht 24 Attack Damage. Mit Quarz Modifier drauf macht er bestimmt schon so 30 Attack Damage oder so. Das ist eine. Das doppelte als mein Malillium Broadsword. Natürlich wird auf diesen Cleaver nur Quarz draufkommen. Kein anderes. Modifier only Quarz. Und du, Tim? What's your job to die? Bitte? What's your job to die? Also, ich habe gerade schon, wie ihr gesehen habt, etwas gecraftet. Und zwar nennt sich dieses Draconic Fusion Crafting. Okay. Und ja, das wollte ich jetzt einfach nur mal aufbauen, damit ich endlich mal meine Rüstung upgraden kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich bin schon wieder zu dämlich, um irgendwas hier aufzubauen, Alter. Ich glaube auch. Ah. So, für die Evil Infused Ingots brauchen wir den Enchanter von Extra Utilities und 8 Eisen Ingots, 1 Netherstern und 64.000 RF. Ne, 64.000 RF einfach nur. Und das dauert genau 1 Minute und 30 Sekunden. Oder 20. Diese Scheiße, ey. Ich krieg echt absoluten Kollaps hier, ne? Oh, es funktioniert. Jawollo. Boosting Blocks. Und dann brauchst du anscheinend noch. Jetzt noch alle mit Energie. Bepowern und dann bin ich glücklich. Bookshelves. Du sag mal, aber den Fusion Crafting Altar muss ich nicht mit Energie. Nein, muss ich nicht. Bitte was? Das ist auch ein bisschen dämlich. Egal, alles klar, Leute. So. Wir gucken dann erstmal bei einem ganz normalen Rezept, ob dieses auch funktionieren tut. Nein! Was denn? Alles gut. Jump Boost, Movement Speed, ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Ich bin einfach direkt in das Loch gefallen, was ich mir gegraben habe. Attack AOE. Ist das nicht ein guter Anfang? Ist es natürlich nicht, warum auch. Wieso? Draconic habe ich noch 500. Jetzt habe ich nicht mehr 500. Erstmal craften wir ein paar Goldschwerter. Falls ihr bei mir irgendwelche Nebengeräusche hört, ich bin zu Besuch oder er gesagt, ich bin die Woche bei jemand anderem. Deswegen kann es sein, dass auch die Woche allgemein mal ein paar andere Nebengeräusche mit dabei sein könnten. Der Felix ist nämlich gerade auf den Malediven, versucht seinen Kumpel. Genau, so ist es. Wär zu schön, um wahr zu sein. Ja. Und es beginnt. Gleich habe ich meine Evil Infused Ingots, Tim. Oh, nee. Oh. Diamanten ändern. Wieso hatten er keinen Cobblestone, Alter? Verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also, ich brauche Diamanten. Ich brauche Ender Augen. Ich brauche einen goldenen Abel. User joined your channel. Einen goldenen Abel. Ich brauche. Ich nehme jetzt einfach mal 16 Stück davon. Und was brauche ich noch? Wir nehmen schon 4 Minuten auf. Ist ja krass. Ich bin schon bei 4,5. Naja, Tim. Ich meine richtig. Ich habe einen Timer eingestellt diesmal. Ach, die brauchen so lange, die Ingots. Also, wir machen das erste Attack AOE. Das heißt, wir brauchen jetzt einfach zwei. Cobblestone. Von. Schmeiß eine Quarry an. Ich? Nein, Malte. Ja, ich hab den gemutet. Weil er hier nach Cobblestone fragt. Ja, ich hab den gemutet. brauch ich zwei davon? Diamanten. Ich hab meine ersten 8. Evil Infused Iron Ingots. Also, die sind richtig einfach zu machen, wollte ich nur mal angemerkt haben. Ich weiß.
Aber sind teuer. Und? Weiter? Das ist nämlich ein netter Stern. Wir sehen's. So, daraus mache ich mal einen Blade und die Tough Rods. Und das ist der Large Plate, oder gesagt, die Large Plate mache ich aus Magical Wood, dass ich da die zwei Modifier mehr drauf bekomme. So, das ist auch gleich fertig und das dürfte schon noch nicht durchgeschmolzen sein, okay. Ah da, wir haben unser Schwertchen. Wenn wir jetzt Alt groß drücken. Alt groß. Ja, was denn? Ist Alt groß? Hä? Ach komm! Was denn? Moin. Klappt's nicht? Ja moin, doch, klappt. Top. Aber sagen wir so, es klappt besser als ich gedacht habe, also. Ist doch gut. Also ein Apfel und ein Ei muss hier rein. Bup, bup, bup. So, und da kommt dann ein Sechsing jetzt rein. Bup. Da ist es Blade. Also sieht schon ziemlich dope aus. So, und dann brauche ich noch zwei Tough Rods. Ach, der craftet dann nur noch 100. Ach, das ist ja scheiße. So, habe ich denn genug Quarz? Sollte ich haben. Mache ich erstmal Blöcke draus. Also. Ah. Aha. Bis zur nächsten Folge werde ich dann übrigens in meinem Haus sein. Da könnt ihr euch sicher sein. Ja, Tim, ich habe gesagt, vielleicht bin ich schon in der nächsten Folge im Haus, ja? Aber diesmal sage ich es wirklich. Und diesmal wird es auch so sein. Also, was wir jetzt brauchen ist... Einmal der hier und einmal der hier. So, Tough Rod Nummer 1. Und schlafen? Nein. Oder willst du Tag machen? Braucht man nicht. Okay. Ich möchte nur gucken, ob das funktioniert. Ah, du hast sozusagen einen Solarsensor dorthin gemacht. Ja, ich hoffe aber auch, dass das funktioniert, weißt du? 800 ja, Attack Damage. Ja, nee, 16 Attack Damage macht er nur. Okay, das ist echt wenig. Lieber? Ja. Hat aber dafür 6 Modifier. Nehme ich einfach mal. Und jetzt einfach nur Quarz rein. Das war jetzt Rüstung, ne? Nee, ich hätte gerne Shield. Na, da habe ich meine 25 Attack Damage. Das wäre vielleicht sogar sinnvoller gewesen. Ich habe sogar noch einen Modifier. Habe ich nicht. Ach, man kann nur 360 maximal drauf machen. Stimmt ja. Was 360 maximal? Quarz? 360 Quarz, ja. Ja, mach ich noch einmal Rail drauf. Bisschen mehr Durability. Aber es hat jetzt immerhin 10 Attack Damage mehr als mein normales Schwert. Und das soll schon was heißen, ja? So. So, und dadurch, dass ich jetzt immer noch ein bisschen Zeit habe, werde ich einen Block vorbereiten. Und zwar den Item Repairer. Der ist relativ teuer bzw. aufwendig herzustellen. Dazu brauchen wir nämlich diese Emperor Diamantine Kristallblöcke. Also. Das brauchen wir die. Und dazu brauchen wir. Oh Mann, oh, diese Scheiße fuckt mich jetzt schon wieder ab. Ein Empowerer. Was ist denn, wenn ich das da einfach reinklatsche? Dann einfach weg oder was?
So, wo ist denn der Block jetzt hin? Ah, hier. Atomic. So, dann brauche ich noch einen Lever. Komm mal bei dir rumgucken. Also Felix? Jo. Mein Schwert macht jetzt sogar Attack Radius 1 und hat sogar 21 Attack Damage, also... Also meiner hat 25. Ja, aber meins ist ein Wolfhand-Sword. Ja, meins ist ein Evil Infused Iron Magical Wood Sword. Oder das hört sich tatsächlich aggressiver an, das... Stimmt. So, Quarz kann ich wieder reintun. Oh, stampelt. Jetzt nicht mehr. So, Item Repairer. Oh. Der repariert Items nämlich komplett mit Strom. Jedes Item. Also Rüstung, Schwert. Egal ob Tinker's Construct oder so. Er repariert es einfach mit Strom. Und das ist mega geil. Das heißt, ich muss nicht immer die Ressourcen aufwenden oder verschwenden für die Reparaturen von meinem Schwert oder so. Also. Viere. Hopp. Und hopp. Jetzt kann ich Shield Recovery einfach absolut überall drauf ballern. Aber ich würde sagen, ich weiß gar nicht, warum ich das gerade hier so gemacht habe, wie ich das machen wollte. Ich würde sagen. 36 sind 40 von diesen Kristallen brauche ich. Okay. Na, erstmal brauchen wir das hier. 3 Quarz. Chiseled Quarz. Was mache ich zuerst? Ich glaube, ich mache zuerst. 1, 2, 3. Ich glaube, ich mache zuerst Shield Capacity. Ja, ja, doch, Capacity. Das ist mir doch ein bisschen wichtiger. Außerhalb der Aufnahme farme ich dann mal ein paar Nethersterne und werde die dann auch benutzen für unseren Tier-Upgrade. Und zwar, dass wir dann das fortgeschrittene Wipe Crafting machen können. Mach das. Nicht so laut. Nö, ist gut. So, und zwar gerade übelst weit weg. Ich brauche 8 Nethersterne. Und ja. Und ja. Das war's an der Stelle. Boah, das dauert so lange, Mann. Was? Das hier, was ich machen wollte. Also, was ich machen, gemacht haben tue. Gemacht haben tue, hm. So. Alles Gute ist, man kann das so drin liegen lassen, das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich geil. Dann hole ich nochmal meine Spitzhacke, mache das auch mit der und meinen Bogen. Und. So, Display Stand habe ich schon mal. Powerer. Die Iron Casings habe ich. Jetzt brauche ich noch eine Double Battery. Noch eine Single Battery. Also sagen wir es mal so, dieses Dick AOE hätte ich schon gerne und Arrow Damage. Also Arrow Damage, Draw Speed vielleicht auch noch. Ja, und das wäre auch noch ganz geil so an der Stelle. Dick AOE ist auch okay. Was war das hier? Ja, was sind das hier für ein Dick Speed, achso. Ja, das kann man an der Stelle dann auch einfach draußen lassen. So, mein Wifi-Helm ist aufgeladen, komplett. Meine Hose kommt jetzt hier rein, einfach starten. Achso, genau, Shield Recovery habe ich erstmal drin. Das, glaube ich, gerade so viel gemacht, aber ist egal. Und ich würde sagen, jetzt mache ich erstmal einen Cut rein und gucke dann, also Moment mal. Ich mache jetzt einen Cut, mache alle meine Sachen fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Schon wieder ein Cut, Tim? Ja, diesmal nicht vergessen, ne? Felix, ich habe jetzt sogar die Aufnahme gestoppt, damit ich es nicht vergesse. So, jetzt brauche ich die Double Battery. Kann ich die so... Ja, kann ich. So, ich habe den Empowerer. Der muss bestimmt auf Strom sein, würde ich sagen. Der Empowerer, der muss auf Strom sein und der braucht irgendwie so 4 Activator oder sowas. Ne, der braucht keinen Strom. Wo ist denn der? Ja, da brauchst du aber 4 von diesen, was weiß ich für. So,
Das ist kein Multiblock, aber das ist so wie Fusion Crafting hier. Ja, ich weiß. Boah, lol. Ich weiß noch gerade nicht, welche man braucht. Felix, ich frage mich halt immer noch, wie ich Energie Plus mache, ne? Also meine Vibrant ist auf jeden Fall immer voll. Es gibt aber keinen Block, Tim, den du meinst. Ach doch. Wie soll der denn heißen? Keine Ahnung. Tiny Bitch Money. So, ich kann es ja mal ausprobieren. Item. Lol, 1000 Gold Nuggets sind gerade mal anderthalb Stacks Gold Ingots. Ach, ich brauche die Display Stands, genau. Dann heißen die so. Ich kenne mich damit nicht aus, aber ich wollte mir den auch nochmal bauen. Nur leider der Server ja bald auch irgendwie nicht ganz so da mehr. Ah ja, ihr seht's hier, so muss es aussehen. Das heißt, ich brauche noch 4 von diesen Display Stands. Gut zu wissen. Also sagen wir es mal so. Na dann werde ich die jetzt noch offline bauen. Und ich werde dann auch den Item Repairer bauen. Und ja, ich würde jetzt hier die Folge beenden. Tschüss. Ich habe mein Schwert geschafft, was ich schaffen wollte. 25 fucking Attack Damage. Tschüss. Da kommen sogar Partikel. Tschüss. Tim, nerv nicht. Ja, wie gesagt, das war's von meiner Folge her. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Schaut beim Tim vorbei. Das wäre ganz, ganz lieb. Macht's nicht. Lohnt sich nicht. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Tschüss.